Herzlich willkommen zu einem neuen Sneaker-Unboxing, Freunde. Ihr erkennt es schon am Karton. Wir haben heute hier einen Air Force One, den wir uns heute genau anschauen werden. Und was das für ein Colorway ist, was sich dahinter verbirgt, werden wir jetzt rausfinden. Freunde, ich würde als allererstes sagen, schaut ihn euch einfach mal an, während ich ihn hier gemütlich auspacke, den zweiten Schuh. Und dann werden wir uns den Schuh ja etwas in Detail anschauen. Ja, Freunde. Da ist er, der Air Force One in Schwarz, der NBA. Er ist etwas anders als die üblichen Sneaker, die wir so bisher hier hatten, die wir uns näher angeschaut haben. Der erste Eindruck erstmal, es ist ein Air Force One. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Es gibt ja bestimmte Versionen von einem Air Force One, wo ein bisschen die Plattform ja etwas verändert wird, wo es ein bisschen wuchtiger, ein bisschen weiter, wo es auch am Obermaterial gearbeitet wurde, was hier auch getan wurde. Wir haben hier kein Leder. Das heißt, meine Damen und Herren, bitte einmal festhalten, wir haben bei diesem Air Force One nicht das Problem, dass das Leder knickt. Also erster Eindruck erstmal schön. Gerade schwarze Air Force One sind natürlich etwas kritisch, sind irgendwie ein Meme geworden, muss man so sagen. Haben wir den Twitter-Usern zu verdanken. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle für den Scheiß. Ich finde trotzdem Air Force One, auch in All Black, sehen sie geisteskrank nice aus. Muss aber immer ein persönliches Empfinden sein. Das heißt, wenn es dir nicht gefällt, kauf dir keine. Ich habe mir hier eine Version ausgesucht mit einer weißen Sohle, schwarzen Uppermaterial und natürlich diesem wunderschönen Swoosh hier, der, wo man ja sehr gut auch noch die Nähte sieht. Wir können uns das Ganze hier nochmal ein bisschen in Detail anschauen, liebe Freunde, dass ihr auch mal diesen Swoosh seht, wie ich ihn hier meine. Wir haben einmal den inneren schwarzen Swoosh, dann mit einer Unterlage in Weiß, die ganz simpel einfach draufgenäht ist. Und darunter haben wir nochmal eine graue Unterlage, die komplett drunter geht. Das heißt, wir haben drei Lagen an Swoosh hier, die aufeinander genäht wurden, was sich wie üblich hier rüberzieht. Wenn wir uns das Ganze jetzt hier hinten anschauen, haben wir den Nike-Schriftzug in so in diesem Vintage-Print. Also ich würde es Vintage-Schriftzug nennen, weil es tatsächlich einfach so ein alter Schriftzug ist. Finde ich sehr schön. Normalerweise haben wir hier eine Air Force-Bestickung beim normalen Modell, beim Regular Modell, muss man ja schon fast sagen. Und der Swoosh zieht sich natürlich auch noch genauso auf die andere Seite. Was wir zum Beispiel bei dem Air Force One React hatten, wo diese Ausprägungen hier zum Beispiel in Rot und komplett mit Kunststoff versetzt wurden, dass sie nach außen stehen, haben wir hier wie beim üblichen Air Force One normal. Dann haben wir, wenn wir uns das Ganze hier nochmal von außen anschauen, haben wir die ganz normale Air Force One Sohle. Schick, funktioniert wie immer. Und ja, jetzt würde ich sagen, kommen wir mal zu dem Moment, wo es um das PE Upper geht. Das heißt, wir haben hier ein Upper Material, was jetzt kein Leder ist, was normalerweise sehr üblich beim Air Force One der Fall ist. Das heißt, dieser Sneaker ist förmlich für die Ewigkeit gemacht, muss man einfach sagen, wie es ist. Dadurch, wenn dieser Schuh knickt, was wir jetzt natürlich nicht können, weil wir das Teil hier drin haben, aber wenn dieser Schuh jetzt hier knickt, seht ihr das? Sieht man das? Das ist halt krass. Also so ein Material hätte ich mir vielleicht, ich hätte vielleicht auch nochmal in Weiß holen können, dass ich beide da habe, um euch das zu zeigen, wie geil das eigentlich aussieht, weil wir haben die schöne Air Force One Silhouette nur ohne diese Knicke, Lederknicke, die üblich beim Air Force One sind, sobald man die ersten Schritte damit macht. Ich erzähle euch auch von meinem DNA, den ich nur hier im Büro angehabt habe bis dahin. Und der hatte schon hier die ersten brutalen Knicke drin, wo ich mich halt aufgeregt habe ohne Ende, weil es mich halt gestört hat. Es muss ja nicht sein, dass es so schnell geht, aber das ist halt leider der Silhouette geschuldet. Geht leider nicht anders, sonst würde Air Force One nicht der Air Force One sein. Aber bei so einem Upper-Material, was auf den ersten Blick so jetzt von der Ferne nicht sofort sichtbar ist, dass es PE, also Kunststoff ist, ist auch ein ganz komisches Material, sieht aus wie Neopren, so vom Look und vom Touch her, dient aber im Prinzip der Funktion, dass eben das nicht passiert. Gerade auch, wenn es darum geht, schmutzig zu werden. Hier werdet ihr damit gar keine Probleme haben, das heißt, ihr habt einen ziemlich cleanen Sneaker, der viel mitmacht, der viel aushält, also gerade so ein NBA-Sneaker, würde man jetzt sagen, ja, okay, nett, das macht Sinn, weil als Basketballspieler wirst du die ganze Zeit hier Einknicke haben, weil du wirst springen, rennen, das, dies machen. Da will man keinen Air Force One haben, der nach einem Spiel ausschaut, als wäre er schon 10 Jahre alt. Das ist natürlich so ein bisschen der Hintergrund, warum hier so ein anderes Material benutzt wurde. Für uns aber normalos kann man jetzt einfach sagen, hey, geil, ein Daily Beater, ein Air Force One, der nach einem Jahr immer noch so ausschauen wird, wie er heute ausschaut. Und jetzt würde ich sagen, hüpfen wir mal in den Hübschen rein und schauen wir uns mal in Detail an, wie er ausfällt. Fällt er größer, kleiner aus, dadurch, dass sich ja das Upper-Material geändert hat? Oder bleibt er gleich? So, Freunde, wir sind jetzt im NBA Air Force One drin. Freunde,
wie gut passt er denn bitte gerade zu meiner Jogginghose? Und wisst ihr, was das Tollste daran ist, worüber wir die ganze Zeit geredet haben? Freunde, knickt ihn so viel ihr wollt, er geht wieder in Form zurück. Ich glaube, Freunde, wir brauchen nochmal den NBA Air Force One in einem hellen Farbton, dass wir uns den vielleicht nochmal anschauen. Weil das wäre, also wenn das noch in weiß richtig geil aussieht, ja, ich feiere das einfach. Ich kann hier einfach knicken, so viel ich will, und es passiert gar nichts. Es passiert einfach nichts. Die Elemente mit dem Swoosh finde ich tatsächlich auch nochmal wirklich sehr, sehr, sehr nice. Gefallen mir auch sehr gut. Und ich finde jetzt auch Unfeed mit der weißen Sohle, gerade in Kombination mit meiner Hose, die ich heute anhabe, von Route Tattoo übrigens, sieht einfach geisteskrank nice aus. Also ich muss sagen, fällt TTS aus. Trotz anderem Material braucht ihr euch keine Sorgen machen. Ist wirklich sehr. Freunde, ich kann nicht aufhören, den zu knicken. Also auf jeden Fall TTS, wie üblich beim Air Force One, wie ihr ihn sonst immer tragt, könnt ihr hier auch tragen. Kein Unterschied. Gefällt mir einfach wirklich unglaublich nice. Ja, Freunde, ich kann einfach mit den Knicken nicht aufhören. Sehr geiles Element. Ich glaube, das war auch schon länger überfällig. Feiere ich einfach zu Tode. Gefällt mir wirklich sehr gut. Und gerade auch zum heutigen Outfit muss ich nochmal erwähnt haben. Einfach geisteskrank. Nice. Einfach zu nice, Freunde. Herzlich willkommen zu einem neuen Sneaker-Unboxing. Ihr habt es schon am Titel gesehen. Heute geht es um den Nike PG4. PG steht für Paul George. Ist ein Basketballer, liebe Freunde, wer das nicht weiß. Ich bin auch kein Basketballprofi und setze mich auch nicht brutal mit diesem Thema auseinander. Deswegen ist es nicht schlimm. Ihr werdet aber zum Beispiel so einen Jordan kennen, etc. So in die Richtung geht's. Und